So, meine Damen und Herren, ein wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Und bald ist es soweit. Herzlich willkommen hier auf dem fantastischen Janistan TV. Wie geht's euch? Heute ist eine Folge von Jan allein zu Haus. Meine Frau hat Nachtschicht. Die Kinder schlafen noch. Aber wenn sie wach werden, dann muss ich da eventuell vorbeischauen. Ich mache hier mehr eine wilde Frisur für den heutigen Abend. Ansonsten habe ich wenig zu berichten. Ich habe hier eben ein paar Stunden Training gemacht mit Team Germany. War nice. Ich weiß nicht, ob die dir was gelernt haben, ich glaube nicht. Aber dafür ich. Und das ist ja der Sinn des Bundestrainerpostens. Man versucht, möglichst viel Wissen von den Spielern aufzusaugen. Das ist der Plan. Meine Kinder sind, wie alt werden die sein? Also Mädchen ist größer, so ein Meter groß ungefähr. Sohn relativ klein. Also er ist wahrscheinlich so einen halben Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Also, keine Ahnung. Zwei und fünf. 1 und 6, irgendwie so die Range, würde ich sagen. Was machen wir heute? Spielen ein bisschen Schach? Chat, ich glaube, zum Streamen und Blödsinn labern ist 10 Minuten eine fantastische Bedenkzeit. Basti, ich hab's zur Kita geschafft, Kita hatte noch offen. Aber sonst okay. Die waren ja auch am Straßenrand. Ich habe Ihnen schon häufiger gesagt, hier nicht auf die Straße rennen, wenn Autos kommen. Also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Manchmal stehen sie ja stundenlang, weil ich zu tun habe. Und ist auch noch nie was passiert. Netflix-Tipp für mich und Freundin. Ich habe wenig Netflix geguckt in letzter Zeit. Habe ich irgendwas auf Netflix geguckt? Wenn, dann gucke ich eigentlich nur Parks and Recreation. Mit hier dem alten VPN-Trick. Oder mit dem alten in Norwegen sei Trick. Profiangler 38, danke für den Sub. Sonst habe ich heute nichts von der Welt mitgekriegt, tatsächlich. Kinderalter. Ich sag meiner Tochter immer hier, lass mal in Ruhe Nachrichten gucken oder Lanz. Und sie sagt, nee, ich will aber die Glücksbärchis gucken. Toll, Alter. Glücksbärchis. Heute ist Dienstag. Fühlt sich an wie ein Montag. Aber mich würde auch Dienstag nicht überraschen. Ne, hier, ich habe nachgeguckt. Ist ein bisschen arrogant zu wissen, welcher Wochentag ist, finde ich auch. Aber es ist Montag. Steht hier auf meinem Bildschirm. Ja, ich suche hier nach einer Schachpartie. Aber das alte Problem. Keiner spielt mit uns. Jetzt spielt einer mit uns. Es spielt einer mit uns, Chat. Peaceful Queen. CP Baxter, danke für den Sub. Es wäre alles Schach. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen dunkel aus, das Bild. Aber das kann schnell täuschen. So nämlich. Ja, wir spielen Nonnersystem, haben wir heute gelernt. Haben wir heute gelernt in der Schachschule. Ist das hier so? Ist das komisch? Oh, Entschuldigung, es tut mir so leid. Ich habe ein bisschen, ist Heuschnupfen-Season? Ich weiß nicht genau, was los ist, aber irgendwas ist. C6 sieht ein bisschen lame aus. So wie coolen Kinder würden hier H4 spielen. Ah, so cool bin ich nicht. Ich ziehe erstmal Fetch raus. C6, warum spielst du dann C6? Brauchst du auch gar nicht. Ich ziehe weiter Figuren raus. Wie falsch kann es sein? Die coolen Kinder würden immer noch H4 spielen. Na komm. H4 ist tatsächlich ein Thema hier geworden. Irgendwie mit der Absicht, diesen Bauern weiter vorzupushen. Francesco, Peaceful Queen, bereitet hier Springer BD7 vor. Kann man alles machen. Ich bringe meinen Turm ins Spiel. Ich weiß nicht, was richtig ist. Sieht ein bisschen dumm aus, ehrlich gesagt. Aber
Engelsheim. Hier, Turm. Kuchen, zum ersten Mal live dabei, grüße dich. So, Peaceful Queen. Wir attackieren den Bauern. Peaceful Queen deckt ihn. Peaceful Queen will langrochieren. Da schicke ich doch gleich mal das Willkommenskommando hier. Mein König muss ja mir selber klarkommen. Er bleibt zur Not hier. Na, Peaceful Queen. Lange Rochade wäre erstmal nix. Kannst hier abschminken. C5, so aggressiv. Was kann ich tun? Kann ich hier irgendwann Stress machen? Hier wegnehmen geht noch nicht. König schlägt. Oder er ist auf G4. Wahrscheinlich soll ich noch keinen Stress machen. Wäre ja Stress ohne Grund. Chat fragt, hängt H6 nicht? Ne, schlägt er zurück. Springer hier. Verteidigt den Turm. Weißt du, wie ich mein? Ich habe noch nie mit Judith kommentiert. Ich freue mich drauf. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie sehr Judith für meinen üblichen Blödsinn-Labermodus zu haben ist. Ich glaube, es wird ein bisschen schachig. Und Judith ist natürlich unglaublich gut im so schnell Varianten sehen, rechnen. Einerseits habe ich ein bisschen Angst, dass ich die ganze Zeit alles einstelle. Andererseits weiß ich noch nicht, wie unterhaltsam die Show wird, wenn es nur Schachschüssel ist. Aber Judith ist eine Schachlegende. Die wird da das Tempo vorgeben. Ich versuche mich einzufügen. Ja, man kann auch die Gesichter der Spieler sehen. Wir haben Live-Feed von vor Ort. Obwohl Live-Feed, das heißt ja, wir können nur die Füße der Spieler sehen, ne? Vielleicht wurde ich da falsch informiert. Mir wurde gesagt, wir hätten Live-Feed. Läufer G6 liegt echt in der Stellung. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ich glaube, es bringt nicht viel wegen Läufer schlägt E5, D schlägt E und dann F schlägt G6. Aber habe ich eben auch kurz angedacht. Dame F8, was machst du da eigentlich? Machst du aber irgendwas, ne? Ich würde gern hier die Stellung öffnen. Ich versuche mal hier ein bisschen für Spannung zu sorgen. Komm, wahrscheinlich B5. Und dann habe ich vielleicht Turm B1. Um hier so anzutäuschen. Okay, komm, nicht B5. C schlägt B3. Sollte mir doch eigentlich recht sein. Twitch mal, Style für die Anabits. Neurotic Fish. Danke für den Sub 6 Monate im Voraus. Vielen Dank für das Vertrauen. Laurent sollte sich auf jeden Fall ein neues Mikrofon kaufen. Und auch Peter Heine. Peter Heine ist unterwegs und sein Mikrofon ging wohl verloren unterwegs. Im Gepäck, was noch nicht angekommen ist in Charlotte. Wir wollten eigentlich heute Abend aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir das auf die Kette kriegen. So ohne Mic. Ich habe Hassel gesehen. Fand ich nett. Also ich bin ja Basketball-Fan. Paar gute Jokes, viele Cameos von NBA-Spielern. Also war nett. Handlung sehr vorhersehbar. Adam Sandler, sehr sympathisch. Ist jetzt nichts, was man so oder ähnlich nicht schon häufig gesehen hätte. Aber es war nett gemacht. Good execution, wie der Basketball-Fan sagt. Also charmant, würde ich sagen. Ist natürlich Quatsch, dass hier der Superstar Prodigy von Juancho Hernan Gomez gespielt wird. Der, ja, ist halt kein Superstar Prodigy, ne? Ist ein Big Man. Ich hätte lieber so einen kleinen Guard da gehabt. Lieber so ein Ricky Rubio-Type. Aber trotzdem. Ist ein solider Film. Wenn man einen Feel-Good Sportfilm sich angucken will, macht man mit Hustle nichts falsch. So, was hast du eigentlich gemacht? Francesco hat Dame E7 zurück. Das habe ich so verwehrt, weil ich Dame mal zwischen E7 und F8 hin und her zieht. Mir fällt nichts ein. Ich stelle jetzt mal meinen König hier rüber. Wo soll er sonst hin? Ich weiß nicht, ob der Läufer auf B3 irgendwas zu tun hat. Ich vermute eher nicht. Vielleicht soll ich ihn hier
zurückschaffe. Das ist dein Plan, ne? Den Rest der Partie Dame F8 und Dame E7. Okay. Irgendwann werde ich was tun. Ich sag's dir, wie es ist, Peaceful Queen. Ich weiß noch nicht was. König E7. Das ist mal was Neues. König E7. Warum? Okay, ich bleibe erstmal beim Plan. Wir machen später Gang. Ah, das war die Idee. Dame F8. Okay, okay. Interessant. Ich weiß nicht, ob gut, aber interessant. 3, Sprenge 4, aber da sollte ich doch. Dann nehme ich weg. DE, nehme ich hier weg. Muss ich kurz rechnen, dass ich keine Figur verliere. Chat. Ich bin so dumm. Okay, ich werde trotzdem die Partie gewinnen. Ich sag schon mal an. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dumm. Dadurch, dass ich König auf 1 gespielt habe, funktionieren hier keinerlei Tricks mehr, die ich so gerne hätte. Muss jetzt tun, als sei es alles Teil des Plans gewesen, aber es war einfach ein Einsteller. Ich glaube, dass ich trotzdem noch gut steht tatsächlich wegen Königs in der Mitte, aber es war trotzdem ein Einsteller. Okay, Peaceful Queen. Wenn er so weitermaßt, muss ich die Fokushose hier rausholen und das wollen wir beide nicht, vor allem ich nicht. The Freak fragt, würdest du jemand mit etwa 1900 Lichess Rapid und ca. 1200 DWZ deinen E5-Kurs empfehlen? 1200 DWZ klingt ein bisschen wenig, aber 1900 Rapid. Also mein Kurs ist ziemlich fortgeschritten, not gonna lie, aber ich glaube, wenn man das trainiert, dass der einem ein sehr, sehr solides Schwarzrepertoire gibt, mit dem man lange Zeit gut klarkommt. Also es kann sein, dass er ein bisschen too advanced ist. Ich fand das nie schlimm, wenn Kram ein bisschen too advanced ist, weil irgendwas immer hängen bleibt. Ich weiß nicht, ich bin natürlich da nicht vollkommen unparteiisch. Ich denke, es ist knapp, aber ich hoffe schon. So, hier haben wir einen weniger, dafür aber hier König in der Mitte. Damit schlägt C3, nehme ich hier weg. Oder hier. Ich brauche nur irgendwie noch einen Plan, wie ich die Stellung verstärke. Hier wegnehmen ist immer verlockend, König auf 7 FE, aber es geht noch nicht richtig. Ich glaube, ich gehe erstmal mit meinem König hier weiter aus dem Weg. Nicht, dass er immer im Weg rumsteht. Droht schwarz irgendwas. Vielleicht Springer E4. Vielleicht auch nicht. C4 befreit den schwarzen Läufer. Also das werde ich machen, weil ich da irgendwie mir direkt was von verspreche. Aber hier hat es, glaube ich, mehr Nachteile, als es Vorteile hätte, diesen Typen hier zum Leben zu erwecken. So, Sprenge E4 geschah in der Tat. Brigelos, vielen Dank für den Prime Sub. Ich muss erstmal die Leguan-Hose anziehen, jetzt alles nicht. Aber ich spiele ja nicht besonders überzeugend. Gleich müssen wir C4 spielen und dann hier versuchen, irgendwie Stress zu machen. Jetzt kann Schwarz schon über E schlicht F5 nachdenken. Aber mit dem König in der Mitte ist noch nicht aller Tage Abend. Lippitsch, vielen Dank fürs Ab. Deum, findest du es problematisch? Problematisch für ein problematisches Wort. Er ist mit 20 angefangen zu haben, wenn man noch erfolgreich im Schach werden will. Erfolgreich im Sinne von Titelträger und hauptberuflicher Trainer. Ja, wird schwer. Aber wenn du das gerne machen willst, follow your heart. Aber ja, viele Titelträger, die erst mit 20 angefangen haben, gibt es tatsächlich nicht. The Freak sei es, der E5-Kurs ein One-Time-Purchase oder kommen jemals Updates, wenn Neues durch Engines entdeckt wird? Weiß ich nicht. Also ein Update sollte ich mal machen. Nichts Gravierendes, aber in diesem italienischen Läufer C4-Sprenge, F6-Sprenge, G5-Zeug, da gibt's eine Variante, die nicht drin ist, die mittlerweile recht populär geworden ist. Die müsste ich irgendwann mal machen. Aber sonst, ich glaube, im Moment hält der Kurs noch ganz gut.
Chat, man kann in jedem Alter Titelträger werden. Je jünger man startet, desto besser ist es. Ich habe keinen Chart, der sagt, ey, wenn man mit 16 startet, super, wenn man so startet. Fast alle Großmeister starten, bevor sie 10 sind. Das ist die Wahrheit. Aber ich will keinen davon abhalten, irgendwie Schach zu spielen. Was mich immer wundert, ist die Zielsetzung. Nicht zu sagen, ey, ich spiele gerne Schach, ich gehe jetzt in den Verein oder spiele viel online. Sondern immer, so lohnt es sich noch, jetzt für mich anzufangen? Oder ist es zu spät, um Titelträger zu werden? Ich wollte immer nur gegen die anderen Kinder gewinnen. Ach, vielleicht ist das auch komisch, wenn man irgendwie mit 30 anfängt, dann gegen Kinder gewinnen zu wollen. Wie alt war denn der Älteste, den du kennst, der es geschafft hat, GM oder IM zu werden? Mit Schach angefangen? Weiß ich nicht, es gibt irgendwelche Geschichten, John Shaw oder so, glaube ich, der mit 18 angefangen haben soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich mal gehört. Sonst den Titel zu kriegen, schaffen wir manche, die IMs sind und dann Senioren-Weltmeister werden. Dadurch kriegt man einen GM-Titel. So, Francesco oder Francesca, weiß ich ja nicht. Langsam muss ich immer was tun, ne? Ja, wir tun jetzt was. Schach! Welchem Alter den Titel erlangt? Wie gesagt, da gibt's Leute, die mit 70 oder so Seniorenweltmeister werden und dann den Großmeistertitel kriegen. Sonst, also es gibt's ja häufiger, dass jemand lange ein guter IM ist und dann irgendwann zum Großmeister wird. Da ist, glaube ich, nicht so eine Schwelle. Es ist relativ selten, dass Leute über 25 oder so noch Großmeister werden, aber da wird es auf jeden Fall Fälle geben. Aber die meisten haben da trotzdem schon Fragen für. Wovor habe ich auch so den Großmeistertitel bekommen? Habe durch Seniorenweltmeister werden? Nee, bei mir war es ja ein bisschen eine Ausnahme, dass sie bei mir halt auch gesagt haben, Schach würde so viel verlieren, wenn ich nicht Großmeister wäre. Und mit meinem Intellekt, meinem messerscharfen Verstand, diesem Spiel treu bleiben, dass viele dann einfach gesagt haben, hier komm, nimm halt, hör auf uns Mails zu schreiben. Chat, bitte nicht 70 Fragen, kann man im Alter X noch Zahl Y erreichen? Ich weiß nicht, spiel doch einfach, wenn ihr euch verbessert, dann verbessert ihr euch. Ich will auch nicht lügen. Es ist super schwer, Großmeister zu werden, wenn man nicht früh angefangen hat. Aber damit, das soll auch keinen davon abhalten, irgendwie gerne Schach zu spielen. So, wie gewinne ich denn jetzt? So, ich habe noch 1 Minute 35, alle Zeit der Welt. Studieren wir die Stellung erstmal in Ruhe. Okay, Stellungsstudium hat nicht viel ergeben. Leider. Na, da machen wir halt irgendeinen Zug, oder? Es ist noch immer Jod gegangen. Bis hierhin ist alles gut. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der den Titel mal nicht angenommen hat. Ich glaube, es kostet auch Geld, oder? Ich glaube, der Deutsche Schachbund hat es für mich bezahlt. Vielleicht sagt irgendjemand hier 500 Euro. Kann ich mir sonst was von kaufen? Ist mir Ruhe mit meinem Großmeistertitel, Alter. Ich weiß nicht, ob es 500 Euro kostet, aber ich glaube, viele verdienen an den Titel Geld. Ich weiß auf jeden Fall früher immer, dass GM und IM-Titel, also das ist lange her, vom Schachbund irgendwie bezahlt wurden, wenn man da Mitglied ist. Viele Meistertitel man aber selber bezahlen musste. Deshalb sind viele Leute nicht viele Meister geworden. CM muss man auch selbst bezahlen. Ja, aber das ist, glaube ich, kein Titel, oder? CM. Nein, Spaß. Liebe Grüße an die CMs da draußen. So, Dame F8, guter Zug. Ich gewinne gar nicht, ne? Das wäre natürlich ärgerlich. Ich würde gerne gewinnen, ehrlich gesagt.
Aber ich sehe nicht wie. Vielleicht nicht die Zeit ablaufen lassen. Klassischer Fehler im Schach, die Zeit ablaufen zu lassen. Jetzt rum ist. Ja, auch ein paar Schachs geben können, ehrlich gesagt. Aber okay, das ist auch nicht schlecht. Uff, harter Kampf gegen Peaceful Queen 4-4-4-5-5. Zu Rematch? Ne, Peaceful Queen will kein Rematch. Dann eben nicht. Dann New Opponent. Peter Einer hat mich Gusti genannt. Ja, ich höre das nicht so gerne. Es war in der Jugend mein Spitzname. Ich mag den nicht so gerne. Aber Leute, die mich schon lange kennen, nehme ich mal so. Und Peter Heine muss so viel Schrott von mir ertragen in dem Podcast. Er darf das. Aber meistens nennt er mich an. Soweit ich weiß. Sir James Soul, nee, ich spiele heute nicht mehr 3-2 oder 3-0. Außer wir finden hier keine Gegner. Casa Kiras Bojniki. Zum Beispiel mal Londoner System. Hat sich eben bewährt. Sicherer souveräner Sieg. Antonio sagt, weshalb so wenig Gegner? Weil ich so unglaublich stark bin. Und auf meinen astronomischen Elo-Dimensionen ist natürlich nicht so viel Competition. Sehr bescheiden mir auch. Jetzt D5. Kann man machen, aber hättest du auch gleich machen können, oder? Das kostet auch ein Tempo. Tja, was mache ich? Damit D2 oder Springer F3 sehen normal aus. Nehmen wir mal hier. Fetch. Ihr habt Keimers Partie auch nicht gesehen, aber ihr habt gesehen, er hat hier viel Elo gewonnen. 2,685 oder so. Läuft bei ihm. Hat mich gefreut. Ich habe die Partien tatsächlich noch nicht gesehen. Also keine aus dem Prag-Turnier. Muss ich einfach mal angucken. So, C6, was machen wir? Damit D2. Nicht, oder? H6, sind das normale Züge alles? Mag's sein. Fetch in die Mitte. Lange Rochade. Hier, komm. Dann haben wir gleich Stress. Casa. Hat Huschi Chancen? Worauf? Kann ich ihn nicht wegnehmen? Gegen mich? Klar ist. Sehr ähnliches Level. Kann ich den Bogen wegnehmen? Ich weiß nicht, ob ich aggressiv spielen sollte bei einer E6 oder leguanisch den Bauern schlagen. Im Zweifel für den Leguan. Hm.
Chad, wir müssen jetzt nicht jeden deutschen Spieler abfragen, wie meine Chancen gegen die aussehen. Meine Elo ist, was habe ich, 2,640. Dann könnt ihr die Elo der anderen angucken und es daran ablesen. Ich bin vielleicht ein bisschen overrated, weil ich nicht mehr so aktiv bin und weil ich alt bin. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen werde, gegen GMX mit Elo 2,6x bin ich überlegen und gegen GMY mit Elo 2,6x habe ich keine Chance. Das lässt sich so nicht sagen. Nathaniel, meine Chancen gegen dich sind sehr, sehr gut. Wie wird man älter? Ja, ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, aber bei mir ist es nie schwer gefallen. Also ich habe tatsächlich immer relativ automatisch, also ich bin krank, im Schnitt vielleicht pro Jahr, ich würde sagen so 1-2 Jahre gealtert. Aber ich kenne viele, die sitzen da, versuchen älter zu werden. Nichts passiert. Was hier los? Dame C6, Turm D7, geht noch nicht so richtig, ne? Dame A7 könnte ich machen, aber vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich mach's. Ich glaube nicht, dass ich heute bis 3 Uhr morgens wach bleibe und das Spiel gucke. Ich muss morgen früh die Kinder in den Kindergarten. Bringe ich mir allein zu Hause. Mein Plan ist, Kinder in den Kindergarten bringen. Um 9 sind die weg. Und dann hier, zack, NBA League Pass anschmeißen und in Ruhe das Spiel gucken. Mein letzter Versuch, das Spiel zu gucken, war nicht so erfolgreich. In Norwegen bin ich tatsächlich wach geblieben bis 3 Uhr morgens. Hab dann das Dame A4, Turm B4. Stört mich das? Dame A7, Turm F4, Läufer B5. Das stört mich nicht. Dame A7, Läufer C5. Stört mich ein bisschen. Wo steht meine Dame? Auf C6. Okay, muss ich doch kurz überlegen. Also, ich so, er so. Ich so, er so. Naja, das gefällt mir nicht. Das ist widerlich. Ich will das nicht. Was mache ich dann? Ich könnte so spielen, Dame A4, Turm B4, Dame A7, Läufer C5 und dann einfach Dame C5. Speise 5, Turm B8, König D8, Läufer E3 oder so. Sollte sehr, sehr gut für mich sein. Aber vielleicht ein bisschen wack hier, die Damen tauschen zu müssen. Vielleicht gehe ich einfach wack. Na, da hätte ich, glaube ich, schneller abschließen können. Aber okay. Das sagen sich Gefängniswärter auch häufig. Wird schon. Der Akzent bei Polga sieht falsch aus, oder? Ich weiß nicht, aber es fühlt sich komisch an. Mal zu griechischem Salat. Feta-Käse ist Bombe. Fenris Hart, danke für den Sub. Ist korrekt so laut Wikipedia? Dann wird es stimmen. Liest sich merkwürdig. Aber dann wird es stimmen. So, ich habe hier nicht erreicht, was ich gerne gehabt hätte, nämlich schnell zu gewinnen. Muss jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwie schwarz aktiv wird, so mit König E7 und Turm rüber. Also, das war nicht toll. Was kann ich tun? Läufer raus und ab B3 vielleicht. Das ist alles schon sehr defensiv.
Mir fällt nichts Schlaues ein. Ne? Ich dachte auch, es geht Donnerstag los. Aber Chat kennt sich zum Glück aus. Hat mir glaubhaft versichert, es ging erst Freitag los. Schreibe 8, was ist das für ein Zug? 8 C6. Yes. Oder vielleicht auch noch hier. Irgendwie float meine Stellung nicht mehr so, ne? Ist irgendwo was ganz, ganz schief gelaufen. Ich fühl's nicht mehr so. Schnell Darmtausch. Das will er wieder nicht. Na toll. Tom der 8 oder auch. Ich fühl's echt nicht mehr so. So, muss ich mir Sorgen machen wegen Springer A2 oder irgendein Quatsch? Springer A2, Läufer A2, Turm B2, B3. Ach, ich beschließe hiermit, mir deswegen keine Sorgen zu machen. Ich pre-move zum Ansagen, dass ich es gesehen habe. Immer wichtig. Aber ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Kandidatenturnierpartien gehen immer um 15 Uhr los, glaube ich. Stellung ist echt nicht mehr so klar. Was habe ich dieser schönen Stellung angetan? Hat mir doch nichts getan. Du Stellung, du. Lidex, dein Fenster. Ich schreie auch da. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Verfacht. So, hab ich mir irgendwas bei irgendwas gedacht? Wahrscheinlich nicht. Im Zweifelsfall kann man immer davon ausgehen, dass ich mir nicht viel dabei gedacht habe. Gehe ich B1, Springer 2, Läufer A2, Turm B2, König A1. Ist nur riskant aus. Ja, ich muss selber. Boah, das sieht echt sehr riskant aus. Ich bin gleich matt. So, ich muss ein bisschen aufpassen auf Turm A2 und dann irgendwie einen Turmschach auf der A-Linie. Das wäre doof. Ich muss auch ein bisschen aufpassen auf Läufer A3, Turm A2, Dame B2 matt. Also, es gibt einiges, auf das wir achten müssen. Ich habe bisher 0 Kandidatenturniere gespielt. Aber Chat, wenn ihr mit 20 anfangen könnt und noch Großmeister werden, dann kann ich auch noch ein Kandidatenturnier spielen. So, ich stehe, glaube ich, tatsächlich auf Verlust wegen sehr, sehr schlechten Spiels. Habe ich es geschafft, meine vollkommen gewonnene Stellung in eine sehr mattige Stellung zu verwandeln. Natürlich nichts Schönes. Ich wäre auch traurig, wenn ich verliere. Da möchte ich euch gar nicht anlügen. Hm.
Okay, also Turm B1 geht nicht, kommt Turm A2, Turm A3 matt. Das können wir schon mal ausschließen. Turm D2, kann ich das machen? Vielleicht. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist besser als geht nicht. Läufer A3, dann Turm B1. Okay, ich muss auch irgendwas ziehen. Vielleicht Turm E2 spielen sollen. Ich weiß es nicht. Für welchen Quali-Weg will mich am ehesten fürs Kandidatenturnier qualifizieren? Ganz klar Wildcard. Wildcard, da sehe ich mich. Oder hier wie eine Pomneschi. Durch Nepotismus. Oder über Elo nach dem 400-Partie-Match gegen Eddie. Das können wir auch mal. Ist jetzt schon wieder los. B4, hier wegnehmen. Na, das war zu schlau, ne? Das war zu schlau. Kasakiri. Das wolltest du ein bisschen zu schlau machen. Turmwerksituation. Hier ist Rematch. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Nimm zu Indisch. Bauer vor. Sonnensystem läuft bei mir. Hier weg. DC, habe ich da mehr Tempi oder weniger Tempi als in der normalen Stellung? Wahrscheinlich eher weniger. B6 gefällt mir allerdings ästhetisch nicht so. Schorlo, das war, glaube ich, Quatsch. Aber wer weiß, wer weiß. Schrock frage ich den Läufer auf. H6 hätte opfern können in der letzten Partie. Sah mir nie so aus. Sir Trumpet, sage ich. Ich habe einmal in meinem Leben 2000 Kaffee an einem Tag getrunken und hatte eine Panikattacke. Trinke sonst nie Kaffee. Habe ich auch mal gemacht. Aber dann habe ich noch 3 Tassen getrunken und dann ging das wieder. So, mir gefällt meine Stellung nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Hier schnell die Läufer tauschen. Wo muss der Springer hin? Nach C6? Wo kommt dann Schlagen und C4? Ja, Onkel Mam sagt, Jan, kennst und magst du Thorsten Streter? Thorsten Streter. Der Name sagt mir irgendwas. Das ist so ein Ernährungsberater, ne? Der hat dieses Diät-Tagebuch geschrieben. Ist das der? Ja, doch, dann kenne ich den. Finde ich gut. Fun Fact, Chat, der Bruder von Thorsten Streter ist Schachspieler. Ich glaube, Fidemeister Timo Streter, den habe ich häufig gespielt, in der Schachbundesliga. Ist der Lustige in der Familie, Timo. Na, ich liebe Thorsten Streter.
Ich höre sogar den Podcast. Streter und die beiden anderen. So heißt der Podcast, glaube ich. Onkel Mam sagt, komm aus seinem Heimatdorf. Wo kommt Thorsten Streter her? Lass mich überlegen, das könnte ich erraten. Ich würde denken, ich würde irgendwo so Bochum, Wattenscheid einordnen, aber ich glaube, es stimmt nicht. Irgendwo die Ecke auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß auch, aber ich komme gerade nicht drauf. Nicht Witten, nee, auch nicht Dortmund. Also es ist irgendwo gebürtig aus Kastrop. Ah, okay. Tiefstes NRW, so kann man sich's merken. So, Springer C4, Dame C4, wäre blöd. Also muss ich hier den griechischen Sidestep machen. Eins on Twitch, danke für den Sub. Aus Kastrop, wie Mickey Beisenherz. Kastrop-Rauxel ist ja eine Wiege des Comedy-Talents. Sagt man Wiege? Wiege kann man sagen, oder? Hallo, Wiege? So, was muss ich jetzt tun? Turm der 8 sieht normal aus und damit C6, Turm C6, E4. Halte ich alles aus. Hä? Hey, Springer hängt! Sag doch was, Chat! Ach ja. Bisschen aufpassen manchmal, Jan. No. Der arme Springer. Nein. Nothing is here. Ich weiß auch nicht mehr, wie meine Chancen gegen dich sind. Oh. Na komm, das gehen wir auf. Das hat keinen Zweck. Hei, hei, hei. Das war teuer. Jetzt muss ich wieder 100 Partien gegen Kasa spielen, um den Schaden zu kompensieren. Oh no. Einzige Drohungen sind immer die gefährlichsten. Hm. Springer am Rand stehen, am Pferd ist gar nichts wert. Hier weiß ich immer nicht. Ich tue mal so, als sei ich hier subtiler Typ. Alms on Twitch sagt, so frei von kommerziellen Zwängen ist der Stream am besten. Wer sagt, dass ich frei von kommerziellen Zwängen sei? Ich bin doch schlechter drin, mich zu verkaufen. Ich lasse mir Eisen um die Beine schweißen, damit mich nicht die Schweine beißen. Ja, den kennen wir schon. Dass ich bei Streter direkt an das Diät-Tagebuch denke, ehrt mich. Ja. Wir haben das Frühwerk studiert. So, diese Schlangen sind normal ein bisschen besser für Weiß, also für mich. Weil ich hier irgendwie Stress machen kann. Der Minoritätsangriff wird überschätzt. Attacke.
Holly74, danke für den Sub. Die Tasse ist leerer als die Tasse. Sind sich relativ ähnlich, also komme ich darauf wieder durcheinander. Better Call Saul, BMO, so Staffel 3 oder so, alle sagen mir, wie krass es ist, aber es ist, fühlt sich ein bisschen, ich bin ja sehr ungeduldig. Onkel Mom, danke für den Sub. Es ist ein bisschen langsam für mich. Wisst ihr, wie ich mein? Mir wird immer gesagt, Geduld lohnt sich. Aber ich habe halt keine Geduld. So, habe ich hier irgendwie Geduld? H5 ist ein bisschen All-In, weil er dann hier recht schnell ist. Aber hier irgendwie Defense zu spielen, ist ein bisschen lame. Ja, aber mache ich trotzdem. Schotten dicht. Das häufig schon am Vormittag. Gott, oh Gott. Ähnlich overrated wie Breaking Bad. Ja, ich war auch kein Breaking Bad Lover. Wie wir wissen. Wie wir wissen. Ich tue mal so, als würde jedes Wort von jedem Blödsinn, den ich hier jemals gelabert habe, mitgekriegt haben. Aber Breaking Bad ist natürlich handwerklich super und schöne Bilder, dies, das. Aber mir war 5 Staffeln lang so egal, was mit Walter White und Jesse Pinkman und den ganzen Assis passiert, ey. Ja, wer doch Drogen, Kingpin. Ja, dann sollen sie dich halt fertig machen. Ey. Hat mich nicht abgeholt. Hat mich nicht abgeholt. Walter White hat mich nicht abgeholt. Schottendicht, ja, ja. Klassiker. Meine Lieblingsserie. Die beste Serie ist The Wire. Ich weiß nicht, was meine Lieblingsserie ist. Ich mag ja Schrott. Also meine Lieblingsserie ist wahrscheinlich Curb Your Enthusiasm. Was auch kein Schrott ist. Curb Your Enthusiasm ist fantastisch. Aber ist sehr, ein sehr spezieller Humor. Ich liebe The Shield. Das ist Schrott. Aber sehr unterhaltsamer Schrott. Also so wie The Wire, nur dümmer und schneller. Skyler, Alter. Wen interessiert Skyler? The Shield ist super, sag ich doch, Basti. Master of None fand ich die erste Staffel gut. Danach war mir Aziz Ansari zu sehr so im I'm an Artist-Modus. Aber erste Staffel Master of None fand ich auch super. True Detective, ja, die erste Staffel ist gut. Inzwischen fast ein bisschen overhyped, finde ich, weil sie das Finale auch nicht gelandet haben. Also Folge 4 von der ersten Staffel ist natürlich somit das krasseste Zeug, was wir jemals irgendwo gesehen haben. Aber ich finde, die letzten 2 Folgen insbesondere ein bisschen nachgelassen bei True Detective. Also die Landung war nicht so geglückt, aber natürlich ist Staffel 1 trotzdem fantastisch. Staffel 2 dafür fürchterlich. Staffel 3 so mittelhochtief. So, wie gewinne ich denn jetzt hier? Ich würde gerne gewinnen. Wenn es für dich auch okay ist, natürlich, Kasa. Ich glaube, ich muss erstmal in Rückzug antreten. Arrested Development. Ja, Arrested Development ist gut, aber ich schmeiß mir nicht so weg wie jetzt bei Curb. Gilmore Girls ist, glaube ich, meine Welt. Also, hier, wenn, wie heißen die? Lorelei und Roxy? Rocky? Rory? Die liefern sich ja schon ihre Scharmützel, aber am Ende des Tages weiß man trotzdem, dass sie zusammenhalten, ne? Und die Stadt ist total charmant, schnell geschrieben,
Also, klar, ich hab so zwei Folgen Gilmore Girls gesehen. Aber not hating it. Trotzdem, wenn ich meine absolute Lieblingsserie sagen muss, dann ist es schon Beverly Hills 90210. Das Peach Pit. Und hier Tori Spelling. Wie schreibt man Tori Spelling eigentlich? Wie gewinne ich denn jetzt? Ich ziehe erstmal irgendwas. Respekt, dass ich nebenbei noch Chat lesen und quatschen kann. Habt ihr gesehen, wie ich spiele? Göttinger Export, danke für den Sub. Willkommen zurück. Severance, das Beste seit Breaking Bad. Severance habe ich angefangen. Ja, hat mich ähnlich berührt wie Breaking Bad. Und dabei liebe ich Adam Scott. Ist ja auch alte Hollywood-Weisheit. Adam Scott macht keinen Schrott. Bolle sagt ER immer noch unerreicht. ET meinst du, ne? ET meinst du wahrscheinlich. Ich ziehe hier eine Runde hin und her. Irgendwann wird mir schon was einfallen. Martino sagt, Hustle, guter Basketballfilm. Du meinst wahrscheinlich, hast einen guten Basketballfilm. Aber ja, habe ich. Above the Rim. Above the Rim, bester Film. Um die Frage zu beantworten. Hustle ist lustig. Oder was heißt lustig? Es ist ein solider Film. Es ist klar, was passiert die ganze Zeit. Aber die Basketballszenen sind gut. Adam Sandler ist sympathisch. Juancho Hernán Gómez, wie wir Spanier sagen, ist sympathisch. Viele Cameos von NBA-Spielern. Anthony Edwards, sehr, sehr böse als Antagonist. Kermit Wills. Also kann man gut gucken, aber was passiert, ist einem die ganze Zeit völlig klar. So, du versuchst hier wegzulaufen, Francesco. Bleib doch noch ein bisschen. Ja, ich habe versucht, witzig zu sein mit ET und ER. Klappt selten. Andelevich sagt, do you stream in English? No, I currently don't, but I'll be doing commentary for the Candidates Tournament, starting on Friday, as we have. Investigate in the meantime on Chess24 in English. But my stream for now is only in German. So, wie geht's denn jetzt? Ja, gefällt mir nicht so, dass der König sich hier davon stiehlt. Ich kann ihn nicht wirklich stoppen, ne? Ich sehe es nicht so recht. Vielleicht ist auch einfach nicht gewonnen. Vielleicht vorher schon irgendwie F4, F5 oder irgendwas Sinnvolles vorbereiten sollen. Ich sehe nicht so recht, wie ich hier weiterkomme. Ich sehe es einfach nicht. Fällt nichts ein. Herr Ground sagt, kennst du mal den Absprung vom Schach geschafft haben, nachdem sie einmal drin waren? Ja, häufig. Aber meistens glaube ich nicht nur oder nicht so sehr wegen des Schachhasses, sondern einfach wegen beruflich zu viel zu tun, keine Zeit mehr für Schach. Aber Schach ist schon gefährlich, wie ihr mir seht, Chat. Was besprechen wir? Besprechen wir Serien? Sherlock ist schon gutes Zeug, oder? Kann ich hier wegnehmen? Ich würde gerne hier wegnehmen. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Das lacht mich schon ein bisschen an.
ist halt ein bisschen too much, ne? Too much. Lord Crader sagt, Star Wars oder Harry Potter? Beides nicht so meins, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Potter. Ich habe Star Wars nicht als Kind gesehen. Und wenn man später sieht, ist, glaube ich, die Magie ein bisschen verloren. Also sind nicht meine großen Passionen. Ich bin sowas von Hufflepuff. From schon gesehen? Ne. Potter hingegen hast du als Kind gesehen? Ne, auch nicht. War ich so 27 oder so. Aber das sagt ja, damit sage ich ja, Potter ist für alle da. Aber ne, alles nicht so meins. Also so, keine Ahnung. F5. Ja. Es gibt Konzessionen. Herr der Ringe oder Game of Thrones oder whatever haben mir mehr gegeben als die Potters und Star Wars dieser Welt tatsächlich. So, was ist hier los? Ich würde gerne den Bauern schlagen. Ist das gut? Schlägt, schlägt, schlägt. Turm C3. Steht mein Turm ein bisschen ab von ferner Liefen. Turm B6. König A7. G4. Too much. Immer G4 auf doof. Wir müssen jetzt das Tempo forcieren. Danke zu Top Gun. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe den Original Top Gun nie gesehen tatsächlich. Also, keine Ahnung. Tom Cruise und Flugzeuge, darum geht's. Dachte, ist wahrscheinlich auch nicht so meins. Ich habe aber nur Gutes gehört über hier Maverick, also Maverick Carter. So heißt der neue, ne? Werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Vielleicht gucke ich vorher den neuen, den alten. Aber auch nichts, wo ich groß im Thema wäre, leider. Top Gun ist dieser Hotshots-Abklatsch, ja, das habe ich gehört. Ach, geht gar nicht weiter, sagst du? Dann gehe ich wieder zurück. Dann werdet ihr wohl noch fragen dürfen. Hotshots habe ich natürlich gesehen. Heidi oder Biene Maya? Ganz klar Team Heidi. Biene Maya, Alter, uncoolerer Sidekick. Willi, sag mal, nicht so ein Styler wie hier der Ziegenpeter. Muss man leider in dieser Deutlichkeit so sagen. Ey, mich nervt doch, dass Francesco sich hier so wehrt. Hör mal auf, dich so zu wehren, Francesco. Lass mich doch einfach gewinnen. Alle sind zufrieden. Ich muss irgendwas ziehen, aber damit G3 ist nicht, was ich mir gewünscht hätte von dieser Partie. My Name is Earl habe ich, glaube ich, auch tatsächlich gesehen. Soll ich jetzt, ja, auch nicht in meiner Top 100 Must-See-TV-Show-Liste haben, aber ich habe es auch gemocht. Ach Mann, mir fällt nichts ein. Francesco überspielt mich hier heimlich. Die Zeit steht still. Alle Zeit.
fällt absolut nichts ein. Eieiei. Ah, die Fokushose. So, jetzt wird's nicht mehr. Na gut, na gut. Ernie McCracken. Bruder von Zack McCracken. Wissen die wenigsten. Hui. So aggressiv, Ernie. Ist er einstudiert? Ich hoffe, er ist nicht einstudiert. Er scheint es einstudiert zu haben, Chat. Wir haben ein Studiosis. Wir haben es mit einem Studiosis zu tun. Habemos Studiosus. Nicht besonders fair, wenn ihr mich fragt. Aber ihr wisst ja, wie Leute heutzutage sind. Ich hätte niemals Remi angenommen. Eben. Ne? Der ist also einstudiert. Ich muss mir hier mühsam die Züge im Schweiße meines Angesichts erarbeiten. Und der, zack, 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 macht er mal eins und dem anderen. Ist überhaupt erlaubt. Ich kaufe meinen E4E5-Kurs, Chat, wenn ihr auch so Wisdomous werden wollt wie ich. So, Schreibe 5 bestimmt einen Fehler. So spielen. Na, F87, ihr sagt, du hast natürlich noch nie eine Öffnung einstudiert, wissen wir alle. Absolut. Ich habe mich auch noch nie des Stilmittels der Ironie bedient. Finde ich persönlich lustig. Wenn man was zu sagen hat, kann man es einfach sagen. Muss man sich nicht hinter dem Gegensatz zwischen wirklich Gemeinten und wörtlich Gesagten verstecken. Finde ich. Nur meine persönliche Meinung. So. Macht schon wieder Stress, ne? weil er nämlich einstudiert hat. Will ich so spielen oder will ich dann gleich mal? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich matt bin. Dann werde ich wieder traurig und ihr wisst ja, es ist Geschrei hier wieder groß. Na, das wären keine schönen Szenen. Dann brauche ich wieder Pep Talk. Nein, du bist, eigentlich bist du total nett, Jan. Dann muss ich wieder gegen Eddie spielen. Also das ist, naja, kann es nicht sein. Obwohl, ich spiele mal gerne gegen Eddie.
Ich weiß, wie ihr das macht. Heute dies, morgen das. So, Francesco hat lange überlegt, ob er einen Bauern schlagen kann. Hat Varianten berechnet wie Sprenz C7, Turm C8, Sprenger nach C5. Ich dagegen. Hab in der Nase gepopelt. Kaffee ist alle. Homunculus Gnome, grüße dich. Gleich Sprenz C5. Damit konnte ich nicht rechnen. Beim besten Willen nicht. Jon 606, danke für den Sub. So, was ist jetzt los? Stehen ein bisschen besser wenigstens als Belohnung für all meine Mühen, für all meine Verdienste um das Schachspiel. Könnte da wenigstens mal gut stehen, oder? Jungs, ich hab euch lieb und euer Shirt in jeder Farbe. Ist leider nicht besonders viel. Ich stehe ein bisschen besser nach Läufer C6, aber nicht viel besser. Tja, mir fällt aber auch nichts Besseres ein. Turm D2 habe ich überlegt, aber dann war ich sehr denkvoll. Wäre als J. Savisade für Weiß KG5, Sprenger G5 nicht geklappt. Hätte geklappt, und Dame F5 pariere ich die Drohung, ist der Sprenger gefesselt, droht H6. Ich glaube, es hätte nicht so viel gebracht. Sprenger B3. Sei dabei. Wie spielen wir das denn jetzt? Erstmal so. Erstmal Turm angreifen, das ist doof. Na komm, wenn du mit meinem Bauern haben willst, dann nimm sie halt. Muss man auch mal Viere gerade sein lassen. Miracoli, danke für den Sub. 3 Monate am Start hier, Miracoli. Paradoxerweise auch seit 3 Monaten das, was meine Kinder zu Mittag essen. Miracoli ist fertig. Ich hätte auch Bock auf Miracoli, ehrlich gesagt. So, mit dem Reibekäse noch schön. Eine we have a bonus episode of our podcast, The Chicken Chess Club, where we debate the candidates, the players' chances, the chances of Magnus wanting to play them and all that in great detail. It's highly recommended, mainly because I'm very wisdom is in it, which is a word. Kuchen, frei spielen deine Kinder auch schon. Meine Kinder spielen so Lego, Playmobil. Das Endspiel wäre nicht kompliziert. Chess gewinne ich ganz easy. Heute wird es richtig breezy. Oh no, my bishop!
In Miracoli ist kein Streukäse mehr? Die Welt ist so schlecht geworden. So, wie gewinne ich das jetzt? Das ist noch die kleine Frage, die geklärt werden müsste. Der Fake Parmesan war super. Krudi, geht's noch creepier oder war das schon die Königsdisziplin? Weird. So, Bauer ist angegriffen. Der Bauer hier vorzieht, ist der Bauer nicht mehr angegriffen. Dann kann ich versuchen, den Springer zu nerven. Und viel weiter war ich noch nicht. Ich dachte, wenn er jetzt versucht, den Bauern hier vorzuziehen, dann kann ich den Springer weiter nerven. Das sind die Planung. Chat, in der Tasse ist doch noch Kaffee. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Ich habe mich schon gewundert, aber also trinke ich doch 4-5 Stunden in der Tasse. Chat hier, um mal was Sinnvolles über Schach zu sagen. Wenn der Gegner einen Springer hat und wir haben einen Läufer, dann wollen wir unsere Bauern so hinstellen, dass die Felder kontrollieren, die unser Läufer nicht kontrollieren kann. Damit Springer und Läufer und Bauern gemeinsam den Springer einschränken können. Das versucht man. Turm E2. Jetzt kann ich doch hier vor, Springer muss hier hin und wir snaken uns ein, oder? Ich habe auch Alternativen. Deshalb muss ich noch kurz nachdenken. Also ich so. Er so. Ich so, er so. Ich so, er so. Ich so. Ja, ich glaube, das gewinne ich. Ist die Frage, ob Läufer D3 zum Beispiel noch stärker ist? Und D2, Läufer C4. Einfach um ihn weiter zu nerven. Ich glaube nicht. Ja, komm, spiel das, oder? So, jetzt Läufer E6 oder Läufer D7. Kurz rechnen, Läufer E6, A3, B4, schlägt, A3. Der läuft durch, oder? Dann machen wir das doch. Restbetrag soll alle bashen, aber schon eine legitime. Erstens legitime falsch geschrieben. Hey, wenn ihr Fremdwörter benutzen wollt, schreibt sie bitte richtig. Aber was ist... Oh Gott, ey.
Restbetrag, der Kommentar, den finde ich noch cringer als den Originalkommentar, der ja vielleicht nur Getrolle war. Oh, Restbetrag, das ist. Heieiei. Internet, Alter. Da sprengt er D4 am Ende, oder? Lass mich nochmal gucken. A3, das geht nicht wegen Läufer C4, das habe ich gesehen. Aber hier, was haben wir zu besprechen? Sprengt er D4 am Ende. Ich dachte, das ist für, ich bin rechtzeitig, oder? So. A3. Bau läuft doch durch. Läufer E6, was kann er machen? Ja. Okay, er kann so spielen. Naja, es funktioniert. Also er hätte mit dem König darüber hasseln müssen. Dann dachte ich B4. Jetzt C4 und Partina geht noch weiter, aber das soll ich gewinnen, Leute. Best Beast Rider, danke für den Sub. So, weiter geht das. Ich kommentiere Sky Dungeon auf Chess24 auf Englisch mit Schachlegende Judith Polgar. Ich glaube, ich habe nie gegen Judith gespielt, ne? Nein, ich glaube nicht. Bekannt aus der beliebten Chess24-Werbung mit Anish Giri, genau. Drip Chef, danke für den Sub. Ich werde nicht in Madrid sein, also es gab Gespräche. Berus YouTube kennen wir schon, ist ja auch Freund des Londoner Systems. Ob wir ein, zwei Tage da mal am Start sind, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nicht sein. Der Dienstag hätte es eine Chance gegen Judith. Nee, ist eine Legende. Lebende Legende. Grimm sagt, das Polgar-Mädchen ist ja nett. Polgar-Mädchen lässt auch schon eine gewisse Geisteshaltung durchblicken, die Formulierung. Deine andere Partnerin ist echt speziell. Welche andere Partnerin? Jovanka? Ich finde Jovanka super, tatsächlich. So, Läufer raus, haben wir letztes Mal gemacht, ne? Hier kommt Attacke. Springer H4, das sieht so falsch aus. Eddie kommentiert nicht mehr. Ganz ehrlich, was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich Schach mit den Eddies, Stefan Tietzes dieser Welt zu kommentieren. Aber wir müssen ja auch ein bisschen den Studiosis da draußen weise Gedanken, tiefe, großmeisterliche Analysen mitteilen. Aber ohne Spaß. Mir macht es am meisten Spaß. Ich muss hier, ich weiß nicht, ob Stefan Tietze, wenn das Schachfieber noch da ist, aber Kandidatenturnier verfolgt, da holen wir hier Stefan Tietze für spezielle Analysen ran. Esteban Tizios, wenn du irgendwo da draußen bist, Kandidatenturnier Special, Halbzeitbesprechung, Gewinner, Verlierer, gleichzeitig, weil bis dahin bestimmt hier 10.000 Abonnenten auf meinem fantastischen YouTube-Kanal, gleichzeitig 10.000 Abonnenten Special. Bist du am Start? Streamst du irgendwann auch mal mit Kugelbuch, Jan? Ich dachte, Kugelbuch ist verschollen. Gibt's Kugelbuch noch? Tietze arbeitet an Magnus, das Musical. Ja, das habe ich gehört. Könnte natürlich sein, dass Kugelbuch einfach irgendwo im Trainingslager ist. Bei mir auch so, wenn ich Monate wechseln bin. Immer Bootcamp in Norwegen. Sox O sagt, gibt es eine Statistik darüber, was die durchschnittliche Elo von Jans Viewern ist? Ja, der durchschnittliche Janistan-Viewer ist 30 Jahre alt und hat eine DWZ von 1350. Das sind die Zahlen. Damit C2.
Dolstapelschach sagt, ich bin jünger und besser und hungriger. Ey, Eddie ist am Start. Zieht hier. Sich das fantastische Abendprogramm rein. Eddie, was ist los bei dir? Schon fertig mit Streamen? Oh, Moment. Oh, ich habe vollkommen vergessen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe vollkommen vergessen, dass es noch Gespräche gab, heute Nacht Podcast aufzunehmen. Ich dachte, es wurde verschoben wegen Peter Heine Mikrofonpech. Aber wir können gleich aufnehmen. Ich texte hier kurz mit Schachgroßmeistern Laurent Frestinet und Peter Nielsen. So, dann B3. Was macht man hier? Wahrscheinlich C4. Ne? Man macht immer C4. So kann man erstmal. Obwohl, ne, jetzt gewährt damit C2. Weiß nicht, ob so schlau war. Berus YouTube, Alter. C4 war sehr schlecht von mir. Ich gebe alle Schuld, wie üblich. Irgendjemand, der nicht ist, ich bin. Nadine sagt, Schach hat aber nichts mit Intelligenz zu tun, sagt Jan immer. Ja, das ist ja nur Bescheidenheit, Nadine, weil ich halt sehr intelligent bin. Bescheidenheit übrigens überschätzte Fähigkeit, finde ich. Bescheidenheit ist die subtilste Form der Arroganz. Nee, nee, lass mal. Nee, nee. So toll bin ich gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass überschätzt wäre, dass die meisten Schachgroßmeister jetzt nicht irgendwie, oder auch Weltklasse-Spieler, Großmeister gibt es ja viele, jetzt nicht irgendwie überragend intelligent sind oder sein müssen. Ich weiß nicht, ob es viele gibt, die, wie gesagt, ich finde das Thema Intelligenz so wäre, wenn man es auch nicht sagt, dieses IQ und so weiter. Aber ich glaube, nicht, dass man Überflieger sein muss, das ist sicher, um GM zu werden. Ich weiß nicht, ob man Unterflieger sein kann und trotzdem GM werden, da bin ich nicht sicher. So, Läufer E5. Nehme ich den weg, das wäre eine wirre Stellung dann. Ist eh schon eine wirre Stellung. Springer E5.de und dann irgendwas wie Springer E4. Da kommt es mal. Sehr merkwürdige Stellung. Das war schön, weil ich versuche 5 Minuten lang meine Meinung zu Schach und Intelligenz zu erklären, die nicht schwarz und weiß ist, sondern kommt die Rückfrage. Du sagst, also Schach hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist alles kompliziert. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ihr nicht davon, dass ich halt sehr, sehr intelligent bin, Rückschlüsse ziehen solltet, dass Schach was mit Intelligenz zu tun hat. Also genauso wenig wie ihr dadurch, dass ich halt sehr, sehr bescheiden bin, Rückschlüsse ziehen solltet, dass Schach was mit Bescheidenheit zu tun hat. Wieder komisch gespielt von mir.
Ach man, ich spiele immer so komisch. Je IQ-Punkt gibt es 10 Elo-Punkte, ganz klar. Ja, das ist die Rechnung. Man weiß ja eh, dass so Leute mit je höher der IQ, desto higher performt der Einzelne. Also diese IQ 180 Leute, das sind ja die größten High-Performer. Allgemein IQ, ey, es ist so eine Schwachsinnsdiskussion. Kein Mensch weiß seinen IQ und auch wenn, was hat man denn davon? Ey, ich bin schlau, deshalb bin ich jetzt schlecht gelaunt, weil ich trotz schlau sein so ein Low-Performer bin. Ach ne, ich hab voll Low-IQ. Okay, schade Schokolade. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Über Intelligenz zu reden, korreliert negativ mit Intelligenz. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Deshalb, weil ich ja sehr, sehr schlau bin, rede ich auch darüber. Ich habe so schlecht gespielt. Ich bin ein bisschen traurig, wie schlecht ich es gespielt habe. Dazu müssen wir mal eine gesonderte Sendung machen. Wie ist eigentlich gut? Mein IQ ist 138, Chat. S-Boom 17, vielen Dank für den Sub. Meine Erstellung widert mich an. So, schauen wir wieder mal an. Tipps vor nach Celtics Warriors. Ich hoffe, die Celtics machen es, aber ich weiß es absolut nicht. KSV Rochade Braunschweig, wie sage ich das? Freundlich. Deine Basketballmeinung bedeutet mir ähnlich viel wie deine Schachmeinung. Matteo hat vorhin den Online-Idiotentest gemacht. IQ 152, Matteo? Urlauber! Vielen Dank für den Sub. Matteo ist zu 68% Idiot. Oder andersrum. So, kann ich den wegnehmen? Schon, oder? Ich bin nicht sicher. Droh der Matt hier hinten. Ich könnte auch mich gegen das Matt wehren. Okay, ich habe zwei. Für G5. 4. Oh, kompliziert. Ich glaube, ich soll es so spielen. Passiert da irgendwas? Hoffe nicht. Bin ich bei der deutschen DSAM, da ist die Amateurmeisterschaft in Hamburg am Start? Nee, keine Zeit, überschneide sich mit keiner Turnier. Die haben mich tatsächlich gefragt, netterweise, ob ich da irgendwie rumhängen will und die Leute bespaßen, aber ich habe keine Zeit. Ich muss kommentieren. Okay, ja, zwei, jetzt hängt der Bauer. Hier wegnehmen, oder?
Stromverlust schockt ihn nicht. Hier, Kirche 8 ist so ein Rausschmeißer zu. Sag ich doch. Kirche 8, kein Schach mehr. Das ist ein Zug, der die Leute nervt. So, ich muss hier einmal checken, wie die Podcast-Situation ist. Tja, ich weiß nicht, wie spannend es ist, wenn ich die Podcast-Aufnahme auf Englisch stream. Ich glaube, es ist eher weird. Ich muss auch mit den Jungs erstmal ein bisschen rumlästern vor der Sendung. Ich glaube, es ist komisch. Ist keine so geile Idee, ne? Und nee, dann fühlen sie sich gleich auch zu sehr beobachtet. Dann kann man immer noch ein bisschen schneiden beim Podcast. Wahrscheinlich ist es nicht cool, aber hört euch den Podcast an. Ey. Unsere Candidates-Preview-Folge ist zur Abwechslung wirklich gut. Chicken Chess Club Podcast. Dann würde ich jetzt hier den Lachs beenden. Wir raiden unseren eng persönlichen Freund Varion. Ganz liebe Grüße an Varion. Aber seid nett zu Varion. Der ist nicht so verständnisvoll und geduldig und höflich und freundlich wie ich. Also der hat eine ganz, ganz kurze Zündschnur. Deshalb ganz vorsichtig sein. Bis dann. Grüße an Varion. Aber ganz vorsichtig sein.